Die normalen Höhen im Dreieck und im Parallelogramm hast du ja schon kennengelernt. Ich will nur kurz wiederholen, bevor wir die exotischen Höhen uns anschauen. A, B, C, das Dreieck, klein a, klein b, klein c. Wie du weißt, hat ein spitzwinkliges Dreieck und jedes Dreieck drei Höhen. Wir zeichnen sie hier einfach mal ein. Die Höhe HC steht senkrecht auf der Seite C. Auf der Seite A steht die Höhe, die durch den Punkt A geht, senkrecht. Sie heißt HA. Auf der Seite klein b steht die Höhe, die durch den Punkt B geht, senkrecht. Das ist die Höhe HB. Etwas schwieriger wird das Ganze, wenn wir hier zum Beispiel ein stumpfwinkliges Dreieck haben. Das heißt, ein Winkel im Dreieck ist größer als 90 Grad. So, du siehst, hier ist die kleine c. Fahre ich hier jetzt entlang mit meiner Mittellinie und suche die Höhe, die durch c geht, wird es schwierig, weil c liegt hier. Ja. Aber ich kann klein c einfach verlängern. Und dann liegt die Höhe HC senkrecht auf dieser Verlängerung außerhalb des Dreiecks. Deswegen ist sie ein bisschen schwieriger zu finden. Ist trotzdem die Höhe HC. Die Höhe HB ist leicht zu finden, wie vorher auch. Senkrecht HB. Die Höhe auf klein a ist wieder schwieriger zu finden, liegt nicht innerhalb des Dreiecks, dann ist hier nämlich Ende, weil hier der Punkt a erst kommt. Ich muss also die Seite klein a auch verlängern, kann sie dann mit dem Geodreieck aber schön suchen und sauber anzeichnen. Sie liegt senkrecht auf der Verlängerung von A und heißt HA. Die drei Höhen schneiden sich nicht innerhalb des Dreiecks. Genauso gibt es Höhen im Viereck. Ich habe hier das Parallelogramm hergezeichnet. Beim Trapez brauchen wir sie auch. Die Höhe ist hier der Abstand der Parallelen. Das Parallelogramm hat zwei Parallelenpaare. Deswegen zwei Höhen. Ich kann einfach hier irgendwo eine einzeichnen und mache den rechten Winkel drauf. Das ist die Höhe klein ha. Sie steht auf a senkrecht. Ebenso hast du gelernt, wie man die andere Höhe findet. Parallel liegt auf der Mittellinie des Geodreiecks. Wir zeichnen hier ein den rechten Winkel. Das ist eine Höhe ab. Im Parallelogramm. Auch hier gibt es eine exotischere Variante, wo die Höhen nicht so leicht zu finden sind. Wenn du auf klein a entlang fährst mit deiner Mittellinie, stellst du fest, die Parallele dazu, oh, die finde ich hier nicht. Auch hier muss ich wieder wie beim Dreieck verlängern, die Grundlinie der Höhe verlängern. Und dann liegt sie außerhalb, aber ich kann sie natürlich einzeichnen. Heißt HA. Ich könnte natürlich auch hier oben verlängern, sodass sie dann innerhalb liegt. Das ist genau gleich. Du weißt ja, alle Höhen im Parallelogramm sind parallel. Zu klein b die Höhe, die ist wieder ganz normal erkennbar, kann natürlich auch außerhalb liegen. Ähnliches gilt beim Trapez. Durch Verlängern findest du die Höhen. Viel Spaß!